Viele Jobs für faires Geld. Mit diesem Versprechen reiste er von Rumänien nach Deutschland. 1500 Kilometer in ein Land, das Dimitru Kubilias immer für wahnsinnig korrekt hielt. 11 Euro pro Stunde stehen ihm auf dem Bau als Hilfsarbeiter zu. 5 oder 6 Euro hat er bekommen, zumindest am Anfang, später nichts. Wenn Kontrollen kamen, dann versteckten sie uns, damit die Kontrolleure uns nicht sehen. Mir wurde klar, dass hier etwas nicht sauber war. Als sie uns in den Räumen versteckten, das schien mir gleich verdächtig. Seit Monaten Proteste. Schon vor der Eröffnung des Berliner Einkaufscenters geriet das Prestige-Objekt in die Schlagzeilen. Rund 1 Milliarde Euro teuer und erbaut mit Hilfe rumänischer Arbeiter wie Dimitru Kubilias. Seit über 10 Monaten kämpft er zusammen mit 6 anderen noch immer um einen Großteil seines Lohns. Ich musste fegen, ich musste Zementsäcke schleppen, Parkett oder auch Riegelsplatten. Es war einfach schrecklich. Was ich hier in der Mall durchgemacht habe, das war die reinste Qual. Osteuropäische Arbeiter sprechen oft die Sprache nicht, kennen ihre Rechte nicht, erklärt Gewerkschafterin Madeleine Moore. Eine Unsicherheit, die unseriöse Subunternehmer häufig ausnutzen. Sie behandeln die Arbeiter ohne Respekt. Einige streiten sogar ab, dass die Arbeiter für sie tätig waren. Damals wurden einige von ihnen gezwungen, in Containern oder auf der Straße zu schlafen. Und vor Gericht tauchen die Firmen manchmal gar nicht auf. Das ist wirklich der Gipfel der Respektlosigkeit. Seit Monaten harrt er in Berlin aus, hält sich mit Teilzeitjobs und Spenden über Wasser. Der Gang vors Gericht geht nur mit Unterstützung der Gewerkschaft. Sie klagen gegen 2 Subunternehmen. Die Firma, von der sich Dimitru Kubilias anheuern ließ, meldete sich längst insolvent. Interviewanfragen laufen ins Leere. Uns wurde ein Arbeitsvertrag versprochen. Ich fragte alle 2 bis 3 Tage danach, aber wir wurden immer wieder vertröstet. Und so wurden wir hingehalten, bis wir nach 1 Monat gefeuert wurden. Das ist vielen so gegangen. Nicht nur auf Berliner Baustellen ist das Realität. Es gibt tausende Fälle in ganz Deutschland. Betroffen sind vor allem Arbeiter aus Osteuropa. Nicht nur im Baugewerbe, auch in anderen Branchen, wie der Fleischindustrie oder der Pflege. Möglich macht das die sogenannte Freizügigkeit. Jeder Europäer darf in der EU arbeiten, wo er will. Doch genau diese europäische Idee nutzen private Jobvermittlungen aus, kritisiert Dominik John vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Mir geht der Hut vor allem da hoch, wo ich sehe, dass es eine Systematik hat und wo mir eindeutig klar wird, es wird damit kalkuliert, dass Leute nicht bezahlt werden für ihre Arbeit und es wird damit kalkuliert, dass die Leute sich zurückziehen, dass sie in die Herkunftsländer zurückgehen und auf ihren Lohn verzichten, weil sie es hier einfach nicht einklagen können. Mit 17 Männern in einer 2-Zimmer-Wohnung. So fing für Dimitru Kubilias in Berlin alles an. Heute teilt er sich ein Zimmer mit einem anderen Betroffenen. Zu Besuch ist ein Übersetzer, der beim Papierkram für die Prozesse hilft. Der 36-Jährige vermisst seinen Sohn und seine ganze Familie. Für sie will er Geld verdienen und trotz allem noch eine Weile in Deutschland bleiben. Ich fühle mich hier in erster Linie als Fremder. Aber ich glaube, ich bin auch Europäer. Das wird hier aber gar nicht wahrgenommen. Als Europäer wäre ich anders, wäre ich normal behandelt worden. Man hätte mir einen Arbeitsplatz angeboten. Das alles, was bisher passiert ist, wäre nicht geschehen. €4.000 Lohn stehen aus, Geld, das er dringend gebrauchen kann. 2 rumänische Bauarbeiter haben gerade vor Gericht gewonnen. Seine Verhandlung steht noch an.